Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Willkommen bei Fotoblende. Ich bin heute unterwegs hier ein bisschen in der freien Natur. Habe die Sony Alpha 6000 dabei, zusammen mit dem Sony Telezoom 55-210, das ja bekanntlich nicht das lichtstärkste seiner Art ist. Und mit der Anfangsblende von 4,5 und der Endblende von 6,3 ist es im äußersten Brennweitenbereich bei 210 mm bzw. gegrobbt 315 mm jetzt nicht so prickelnd, die Leistung dieses Objektivs, die Lichtleistung dieses Objektivs. Besonders wenn wir Lichtverhältnisse haben wie heute hier. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video ein bisschen zur Geltung kommt. Es ist also durchgehend bedeckter Himmel, kein Sonnenschein. Richtig tristes Licht letztendlich. Und ich fotografiere gerne Tiere. Unter anderem auch Vögel aller Art, auch Schwäne. Und jetzt zufällig haben wir da drüben auf einem Feld sitzen zwei Schwäne. Angenommen, ich würde die jetzt heute mit dieser Kombination ablichten wollen, ich sage jetzt mal aus dieser Entfernung. Ich würde das mal kurz versuchen und schauen wir mal, was bei einer entsprechenden Verschlusszeit, man will ja keine Bewegungsunschärfen, was hier die Kamera hier für eine Belichtung bzw. für einen ISO-Wert ermittelt. Der ISO-Wert oder die ISO-Einstellung steht bei mir hier an der Sony auf Automatik, wobei ich aber eine Obergrenze von 3200 ISO vorgegeben habe. Ich rufe jetzt hier den Modus MR auf an meiner Sony Alpha 6000 und in diesem Modus hat man Zugriff auf die selbst abgelegten Profile. Ich habe hier zum Beispiel ein Profil angelegt für die Fotografie von Vögeln speziell. Kommt ja damit unter auf sehr schnelle Verschlusszeiten an und habe hier vorgegeben eine Verschlusszeit von einer 1250stel Sekunde. Die ISO-Ermittlung steht, wie bereits erwähnt, auf Automatik. Und ich würde jetzt ganz einfach mal mit dieser Verschlusszeit diese Vögel da drüben auf dem Feld, diese zwei Schwäne, einfach mal belichten. Mal schauen, was für ein ISO-Wert dann rauskommt. Ja, der ermittelte ISO-Wert liegt bei 1250. Das ist ein relativ hoher Wert natürlich angesichts dieser Lichtverhältnisse und angesichts der von mir vorgegebenen Verschlusszeit. Würde ich jetzt hier die Tiere ablichten und möchte mir das gerne eins zu eins daheim am Bildschirm anschauen, dann werde ich ein erhöhtes Bildrauschen natürlich feststellen. Ich gehe jetzt mal hin. Die Schwäne sitzen relativ ruhig, also ich brauche vielleicht die 1250stel Sekunde Verschlusszeit nicht ganz. Würde jetzt mal hingehen und würde die Verschlusszeit runtersetzen auf 1/500stel und würde nochmal eine Belichtung durchführen. Ja, die Sony gibt mir genau die den ISO-Wert vor, passend zur Belichtung, und zwar zur 500stel Sekunde einen ISO-Wert von 500. Mit diesem Wert könnte ich jetzt wiederum leben. Das Bildrauschen würde sich in dem Bereich in Grenzen halten. Würde also durchaus verwertbar sein. Aber wir kommen jetzt angesichts dieser Entfernung zu den beiden Tieren zum nächsten Problem in Anführungszeichen dieses Telezoom-Objektives. Das Telezoom-Objektiv hier von Sony verfügt über einen Brennweitenbereich von 210 mm. Wie schon erwähnt, gegroppt mit 1,5 bzw. multipliziert mit dem Grobfaktor 1,5 wäre ich bei einer Brennweite von 315 mm. Das stellt eigentlich eine ganz passable Brennweite dar am APS-C-Sensor, aber die Lichtschwäche in diesem Bereich von 6,3 macht sich halt bemerkbar. Das ist einfach so. Für mich stellt sich jetzt die Frage, da ich wirklich gerne Tierfotografie durchführe, ob ich mir zusätzlich zu diesem Objektiv noch eine Telebrennweite zulege. Es gibt da auch von Sony zwei Alternativen. Die eine Alternative wäre das SEL 70-200. Modell mit einer durchgehenden Blende von 4,0. Der Brennweitenbereich ist sogar eine Idee kürzer dann wie bei diesem Objektiv hier, aber natürlich eine um Welten bessere durchgängige Lichtstärke dieses Objektivs. Der Preis allerdings holt mich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Der liegt nämlich derzeit bei ca. 1300 Euro. Da überlegt man sich dann schon, was man macht. Die zweite Alternative kommt ebenfalls von Sony, handelt sich letztendlich um dasselbe Objektiv, nämlich das SEL 70-200, allerdings mit einer durchgehenden Blende von 2,8.
auch nochmal eine höhere Lichtstärke bei diesem Objektiv. Allerdings, der Preis liegt derzeit bei ca. 3.200 Euro. Also, für einen Hobbyfotografen, wie ich es bin, unter Umständen ja eine Anschaffung, eine Ausgabe, die man sich ein paar Mal überlegt. Bei ambitionierten Amateurfotografen oder Berufsfotografen, die hier in der Natur, in der Tierwelt unterwegs sind, beruflich, lohnt sich diese Anschaffung mit Sicherheit. Bloß als Hobbyfotograf stellt man sich die Frage tatsächlich dann. Die Frage, die ich mir auch noch stelle in dem Zusammenhang, ist folgende. Ist es vielleicht sinnvoll, anstelle eines separaten Teleobjektivs für die Sony Alpha, sich eine Bridge-Kamera zuzulegen? Bridge-Kameras verfügen, wie jeder weiß, um einen sehr großen Brennweitenbereich. Ich habe da eine spezielle Kamera auch im Auge, handelt sich hier um die Panasonic Lumix DMC FZ 1000. Diese Kamera verfügt über einen maximalen Brennweitenbereich von 400 mm. Der ist schon umgerechnet auf den Crop-Faktor dieser Kamera, der liegt bei 2,4 meines Wissens und würde also einen höheren Telebereich darstellen, als es mit diesem Objektiv da möglich ist, zumindest. Und auch einen höheren Brennweitenbereich, wie es mit einem dieser beiden Sony G-Modelle möglich wäre. Ja, diese Frage stelle ich mir momentan tatsächlich, ob ich mir eben eine Bridge-Kamera, sprich die FZ1000 von Panasonic, zulege. Der Preis für diese Kamera liegt momentan bei ca. 680, 690 Euro. Und wenn man den Preis mal gegenüberstellt, den beiden Sony Teleobjektiven, dann sind da schon Weltenunterschied. Selbst bei dem Telezoom-Objektiv mit nur 4.0 durchgehender Blende. Diese Überlegung habe ich tatsächlich momentan. Ich vermute, dass ich mit dieser Variante gar nicht so schlecht fahren würde, angesichts der Qualität der Panasonic FZ1000 und der Brennweite von 400 mm. Ich bin geneigt, das so zu tun eigentlich. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare posten, wie ihr das seht, ob das eine würdige Variante gegenüber diesen Telezoom-Objektiven darstellt, wenn man sich eine extra Bridge-Kamera nochmal zulegt, verbunden mit sämtlichen Vorteilen, die damit einhergehen natürlich. Man hat eine Zweitkamera dabei. Gut, ich habe jetzt noch die FZ150, die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, die filmt gerade eben. Aber man hätte dann wieder eine Bridge-Kamera, die im Prinzip up-to-date ist und wäre dann somit wieder oder immer noch flexibel. Ja, gerne in die Kommentare posten. Das soll es jetzt gewesen sein hier zu diesem Thema. Grundsätzlich muss ich noch dazu sagen, bin ich mit dem Objektiv zufrieden. Ja, man muss halt darauf achten, dass man die entsprechenden Lichtverhältnisse hat, wenn man qualitativ gute Fotos im Kasten haben möchte. Das ist eigentlich der Trick bei dem Objektiv. Und ja, ansonsten danke fürs Zusehen. Vielleicht war es ein bisschen interessant. Gerne ein paar Anregungen zu dieser Thematik in die Kommentare posten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ich fotografiere gerne Tiere, sprich bei uns in der näheren Umgebung gibt es Silberreiher, gibt es Graureiher und ansonsten die ganze Vogelwelt. Ach, so ein dummes Gelaber. Ja, die Frage stelle ich mir momentan tatsächlich. Tatsächlich. Es zieht hier übrigens wie Hechtsuppe. Das ist Wahnsinn. Das zieht mir hier unter die Mütze und hier, das ist echt die Härte.